Das Tolle, was ich am Klettern finde, ist eigentlich der Moment, wo man sich den Gott anzieht und dann wirklich in die Wand reingeht. Skilanglauf habe ich begonnen damals in der Rhön beim Rhöner BSV und betreibe es jetzt ungefähr seit 10 Jahren, 12 Jahren im Profibereich und bin auch schon einige Jahre im Weltcup unterwegs. Die Woche gehe ich so 3 bis 4 Mal klettern. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie hart das Training in der eigentlichen Phase ist. Wenn ich etwas weniger Zeit habe, dann schwinge ich mich einfach aufs Fahrrad und fahre einen Fels an, der rund um Oberhof ist. Und da gibt es immer noch genügend Auswahl für mich. Ich kam zum Klettern, weil ich einen Ausgleich gesucht habe, meine Spezialsportart. Da ist Klettern einfach eine wunderbare Alternative, weil es ein sehr ruhiger Sport ist, wo man sich eigentlich nur vertikal bewegt, wo man keine großen Stoßbelastungen hat. Und das ist einfach der perfekte Ausgleich für mich zum Laufen, dann diese Ruhe am Fels zu haben. Das Erste, was ich mache, ist, ich lege einen Rucksack ab und mache mir einen Kaffee. Und wenn ich dann schön entspannt bin, dann überlege ich, welche Route ich klettere. Der höchste Fels, den man rund um Oberhof findet, ist der Hohe Stein mit knapp 50 Metern. Wenn man es nicht ganz so hoch mag, findet man an 12 Aposteln oder an Finkenstein auch sehr, sehr schöne Routen, vor allem in perfekter Lage. Bei Tambach-Dietharz findet man das Hülloch. Das ist eine Höhle, wo man eigentlich am perfekten Dach klettern kann. Sowas findet man einfach deutschlandweit sehr, sehr selten, dass man Routen im perfekten Dach klettern kann, die einfach 20 oder 25 Meter lang sind. Wenn einem der Überhang dann doch zu viel ist, kann man natürlich auch nach Tapaz fahren. Dort ist der Lauchergrund, wo man über 20 Felsnasen findet, die auch sehr viel Leistenkletterei bieten und auch besonders sind. Das, was das Klettern in Oberhof wirklich ausmacht und rund um Oberhof im Thüringer Wald, ist, dass alles sehr gepflegt ist. Die Haken sind wunderbar gesetzt und was ganz wichtig ist, natürlich jeder engagiert sich auch rundherum um die Felsen. Ich glaube, die größte Parallele, die man ziehen kann zum Skilanglauf und zum Klettern, ist eigentlich die, dass man oben ankommen will. Man hat ein Ziel und das ist meistens ganz oben. Und wenn man dann oben drauf steht, auf dem Fels in diesem Fall oder beim Skifahren auf den Treppchen, dann ist es einfach ein tolles Gefühl. Auf dieser Seite des Thüringer Waldes kann man bis in die Rhön hineinschauen und bei sehr, sehr gutem Wetter auch die Kaliberge bei Fachau und Fulda sehen. Und auf der anderen Seite des Thüringer Waldes kann man dann ins Erfurter Becken schauen, was natürlich auch eine sehr schöne Aussicht ist und einfach einen Weitblick bietet, den man so sehr selten findet. Wenn man dann einige Routen geklettert ist und die Sonne langsam untergeht, begibt man sich dann irgendwann zum Abendbrot, setzt sich einfach irgendwo hin, kann den Sonnenuntergang genießen und hat einfach so ein Gefühl von Freiheit. Ich bin Thomas Bing, bin Profi-Skilangläufer und meine größte Leidenschaft ist das Klettern.